Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Wir sind ja immer noch im Versteck und ich würde jetzt einfach gerne die Nebenquests annehmen, damit wir noch mehr Videosequenzen haben. Ah, ein neues Gesicht und mit hoffentlich ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Okay, dann... fuck, ich war zu spät für Auftrag folgen. Hatte ich ewig nicht mehr. Naja, wir gehen es einfach verteilen, komm. Stellen. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Wunderbar. Wütet über seinen Plänen. Gelähmter Träger. Du kriegst auch noch was? Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Okay. Und dann noch das letzte Essen. Liefern? Das ist einer der edlen Sorte hier oben, ganz allein. Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber... ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Das war der letzte. Also zurück zu Kenneth. Oh, zurück zu... Nee, no, ja doch, zurück zu Kenneth. Für die Belohnung. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Ja, wenn ich warmes Essen kriege, dann sowieso. Auftrag abgeschlossen. Warm ums Herz. Cool. 10 Mal Virit.
Und was haben wir hier drin noch? Was ist jetzt los? In ganz Valistea liegen unzählige Schatzkisten verstreut, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Wenn du eine findest, zögere nicht, sie mit X zu öffnen und dir die Beute zu schnappen. Nur zu beschweren wird sich niemand. Okay. Abzeichen des Schutzes. Okay. Da wird hier Ausrüstung und essbar. Kann ich das hier reinpacken? Ui. Abzeichen des Schutzes. Erhöht den Verteidigungswert um 10. Ist ausgerüstet. Fertig. Oh, ich habe 300 Fertigkeitspunkte. Okay. Drücke unmittelbar nach einem Nahkampfangriff Dreieck, um aus nächster Nähe einen Magiegeschoss nachzulegen. Sieht nice aus, muss ich zugeben. Drücke X plus 4, um dich dem Gegner mit einem schnellen Satz zu nähern und ihn anzugreifen. Das ist nice. Jetzt habe ich noch 100 Punkte. Lenke mit R2 und Touch. Für 100 kann ich nichts mehr. War doch hier oben. Hätte ich eine neue Fähigkeit kaufen können. Ja, ein anderes Mal. Dann gehen wir noch zur zweiten Nebenquest. Ich meine, ich lasse es mir nicht nehmen, direkt Nebenquests zu machen. Was hat der Kollege hier für mich? Geoffrey, Schreinenmeister. Verdammt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da. Wie gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Ja, klar. Na gut, ich helfe dir. Ah, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister, aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Okay. Hammer, Nägel, Holz. Machen wir Auftrag verfolgen. Dann sag ich mal her, wo ich hin soll. Sprich bei der Weißen Deichsel mit dem Schreiner. Wenigstens kann ich jetzt mal ein bisschen selber was machen. Immer nur Videosequenzen gucken. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Ist das so? Dann nehme ich das Zeugs mal mit. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Geoffroy, nicht Geoffrey. Geoffroy. Das war's dann schon mit der Quest, oder was? Muss ja fast, weil es gab keine Belohnung. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Nee. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Ja,
Ja, haben wir es schon erledigt. Meteorstein und Gillkäfer. Kann für Gill verkauft werden, das finde ich gut. Alles, was man zu Geld oder Gill machen kann, ist super. Okay. Dann gehe ich nochmal zur Schmiede. Wo ist der schon wieder? Ne, das ist der Lagerraum. Ah doch, ist schon hier rein, aber rechts. Ich kann hier wieder was Neues. Ich beschäftigt bin. Ach, halt dein Maul. Ich will was herstellen. Also mir fehlt immer noch Virid. Ne, ich kann nichts Neues herstellen. Verstärken kann ich zum Beispiel den Eisengurt. Ich plus 3 Verteidigung, plus 2 LP. Ja, warum nicht? Kannst mir später danken. Was das? Dir gar nichts zu danken. Gut. Wie wär's mit einem Umtrunk bei Kenneth, wenn wir fertig sind? Ist okay. Also, dann müssen wir als nächstes mit Charon reden für die Main Story. Gibt's hier. Doch, es würde neue Sachen geben. Und zwar das Orchestrion und die Mnemothek. Machen wir im nächsten Part. Heute ist Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.